Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Unboxing, heute mit einem sehr, sehr speziellen Game, das Game aller Games, und zwar Grand Theft Auto 5. Ja, GTA 5 liegt vor mir und wartet nur darauf, ausgepackt zu werden. Ich habe mir das Spiel von der Gamescom mitgebracht, unter anderem, und bin total heiß auf dieses Spiel. Das Spiel gibt es auch für die Xbox 360 und soll auch bald für die PlayStation 4 und Xbox One bzw. PC rauskommen. Ja, auf dem Cover sehen wir hier das typische GTA-Muster. In diesen Kacheln sind diverse Charakter abgebildet und es macht das Cover macht richtig heiß. Und das Spiel hat sich wirklich rekordmäßig verkauft. Wirklich, also super geil. Ja, so sieht es von der Seite aus, Leute. Und jetzt gucken wir mal. Rockstar Games präsentiert eine Produktion von Rockstar North. Los Santos. Eine weitläufige Metropole voller Selbsthilfe-Gurus, Sternchen und vergessener Promis kämpft in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und billiger TV-Formate gegen den Untergang. In diesem Chaos setzen drei ganz unterschiedliche Kriminelle bei einer Reihe von waghalsigen Überfällen, mit denen sie für immer ausgesorgt hätten, alles auf eine Karte. Ja, hier sehen wir die drei Charaktere, glaube ich. Ja, genau. Hier ein richtig heißer roter Flitzer, verfolgt von einem Hubschrauber. Ja, ich würde sagen, mein Lieblingscharakter ist er, glaube ich. Obwohl die anderen natürlich auch sehr cool sind. Ja, beinhaltet Grand Theft Auto Online, Rockstar Games. Man kann es also online zocken. So, ein Spieler. Auf der Festplatte braucht man 8,23 GB, also jede Menge Platz. Six-Axis, bewegungssensitiv, DualShock 3, Vibrationsfunktion, PAL 27P, Netzwerkfunktionen und man kann 2 bis 16 Spieler gegeneinander antreten oder miteinander zocken, je nachdem, was für einen Modus man aussucht. Ja, ha, ich bin so heiß drauf, ich pack's am besten gleich aus. Was ist euer Lieblings GTA? Also mein Lieblings GTA ist ganz klar GTA Vice City, weil es einfach von meiner Generation ist, so die 80s, ne? Das ist so die Musik, die Atmosphäre. Auch wenn die Grafik mittlerweile nicht mehr standardmäßig ist, aber das tut nicht zur Sache. Das ist einfach das Paket stimmt, ne? Und GTA Vice City ist einfach mein Lieblings-GTA. Obwohl ich das jetzt noch nicht gezockt habe, vielleicht wird es ja das mein Lieblings-, aber ich glaube nicht. Also ich bin ein ihr wisst, ich bin ein Retro-Head und da muss man einfach GTA Vice City mögen. So, jetzt haben wir die Folie ab. Zack, ein Salto. Gucken wir mal rein, beziehungsweise ich guck mal vorher rein, dass ich kein Code oder so zeige. Gibt es einen Code? Keine Ahnung. So, das, so sieht die heiße Blu-ray aus, mit einem Bay vorne drauf. Hot, ja. Dann haben wir hier ein dickes, fettes Book. Oh, das dicke Fette ist hier die Map. So eine Map bekommt man von diversen GTA-Spielen mitgeliefert. Ich kann mich so erinnern. Das gab es bei Vice City auch, glaube ich. Ja. So, wir schauen mal rein in das Booklet. Schön in simpel gehalten mit einer 5 vorne drauf. So, da sehen wir hier, wie das Game gesteuert wird, welche Taste. Ja, zumindest kann man sich dann hier anschauen, wie man das Game
steuert, aber es ist, ich denke mal, dürfte bekannt sein. Ja, und das war es auch wieder schon hier. Okay, Social Club. Etwas dickeres Booklet hätte ich mir schon gewünscht. Mit den ganzen Charakter, mit den Autos, mit Bildern drin. Das wäre schon schön. So, jetzt gucken wir mal uns die Karte an. Los Santos. Das kann man sich dann schön an die Wand hängen. So. Ach, der Geruch von frischem PS3 kommt einem entgegen. Das ist wirklich herrlich. Halt mal die Karte aus. Schon sehr groß, ja. Okay. Also schon ein richtig riesiges Gebiet, das man abfahren kann. Ja, eine richtig große Stadt. Und es kommen immer so Add-ons für das Spiel raus, dass man auch gratis bekommt. Das ist auch sehr schön von Rockstar gemacht. Ja, man kann im Spiel, denke ich mal, verschiedene Autos, verschiedene Fahrzeuge, Hubschrauber, Jets oder sowas, keine Ahnung, alles Mögliche, fahren und fliegen, Motorräder, Bikes, Quads und so weiter und so fort. Ja, das ist die schöne Karte, die ich mal wieder zusammenfalte. Einfach zu groß, um das so zu zeigen. Ja, hier sehen wir Einkaufen, Aktivitäten. Man kann ja im Spiel auch so Golf spielen zum Beispiel, Darts spielen, Tennis spielen. Ja, Stripclub, das muss dabei sein. Fallschirmspringen, Tattoo-Studios, Friseur, Triathlon. Was gibt's noch? Yoga kann man machen. Für Unterhaltung ist gesorgt im Kino. Polizeirevier, Autowaschanlage, Berggipfel, Sehenswürdigkeiten, Berggipfel und so weiter. Ja, cool. Okay. Also, ich freue mich drauf und auch das mal online zu zocken wird bestimmt sehr witzig sein. Mal wieder rein. So, schön. Na, nicht richtig drin. So. Es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Okay, Leute. Das war das Unboxing zu Grand Theft Auto 5 oder 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye-bye.